Kläranlagen tun sich immer schwerer, ankommendes Wasser gründlich zu reinigen. Zu viele Komponenten werden angeschwemmt. So versucht man jetzt zu verhindern, dass bestimmte Stoffe überhaupt ins Abwasser gelangen, wie sogenannte Mikrofasern. Das ist der Abrieb aus ganz normaler Wäsche in der Waschmaschine. Tom Masselter und Thomas Speck von der Universität Freiburg packen mit einer neuen Entwicklung das Übel an der Wurzel. Jedes Jahr werden ja Millionen Tonnen von Mikrofasern im Meer freigesetzt, in Flüssen, in Seen. Und das ist eben ein Riesenproblem. Ja. Wir haben ja diese ganzen Mikrofasern nicht nur im Meer, sondern sogar in uns drin. Und das wollen wir eben rausfiltern. Ihr Filtersystem mussten die Freiburger Forschenden nicht von Grund auf neu erfinden. In den Weltmeeren gibt es Tiere, die filtern Wasser schon seit Millionen von Jahren. Es gibt im Meer sehr, sehr effiziente Filterer. Es gibt natürlich Wale, die den Krill rausfiltern. Es gibt aber auch Haie wie den Riesenhai, den wir jetzt als Vorbild genommen haben, der auch kleinere Lebewesen rausfiltert wie Planktonten. Und da fließt eben, wenn die schwimmen, eine Riesenflüssigkeitsmenge durch den Kopf des Hais, durch die Kiemenbögen des Hais. Und da wird eben die Nährstoffe herausgefiltert, die dann der Hai später schluckt und verdaut. Und das war unser Vorbild eben für diesen Filter, weil eben da auch große Flüssigkeitsmengen durchfließen. Im 3D-Drucker ist der erste Filter für Mikrofasern in Anlehnung an den Planktonfilter der Riesenhaie entstanden. Das ist dieser Mikrofaserfilter. Also wir haben hier außen so Strukturen, da gibt es so kleine Wirbel drin und das führt dazu, dass diese Partikel sich ganz gezielt hier absetzen und dann eben nicht mehr in dieses Abwasser gelangen können. Um den Filter in eine gängige Waschmaschine zu integrieren, hat man sich Unterstützung von außen geholt. Das ist natürlich was sehr Wichtiges, wie man solche Systeme in eine Maschine integrieren kann. Und deshalb war es auch wichtig, dass wir von Anfang an mit der Firma EGO, das ist Elektrogeräte Oberderdingen, in einem Industrieentwicklungsprojekt zusammengearbeitet haben. Diesen Filter zum Beispiel kann man hier unten in der Waschmaschine sozusagen nachschalten. Diesen Prop-Teilfilter, den ja jeder kennt, wo dann die Sendstücke und die kleinen Schräubchen sich sammeln, da kann man ihn nachschalten. Und das Sensormodul, das man auch parallel mitverwenden kann, das kann man hier oben eben in diese Waschmaschinenschublade integrieren. Das heißt, man kann sowohl existierende Maschinen nachrüsten, als auch mit sehr geringem Aufwand die Systeme in neue Maschinen direkt integrieren. Der Rückgriff auf Vorgaben der Natur funktioniert bei Mikrofaserfilter. Das haben die Forschenden ausgiebig getestet. Damit ist der Weg frei, den Filter zur Marktreife zu bringen. Ich denke, primär potenziell könnte das in 1-2 Jahren auf dem Markt sein. Aber ob das letztendlich so schnell geht, hängt natürlich auch von politischen Vorgaben ab, muss man ganz klar sagen. Wenn da politische Vorgaben kommen, dass die Mikrofaser, Mikropartikelzahl reduziert wird, ist das natürlich ein Treiber für unsere Entwicklung. Und ansonsten ist es im Prinzip eine Entscheidung des Industriepartners, der auch die Patente mit uns zusammenhält. Mechanismen aus der Natur in technische Anwendungen zu übertragen, ist für die Biologie an der Universität Freiburg auch in Zukunft eine überragende Forschungsaufgabe.